Eine Statistik über transidente Personen und deren Themen gibt es in Österreich nicht. Schätzungsweise werden aber zwischen 3.500 und 5.000 Kinder in Österreich jährlich geboren, deren gefühlte Geschlechtsidentität mit ihrem angeborenen Geschlecht nicht übereinstimmt. Der in Niederösterreich lebende Wiener Sam Schweiger wurde vor 47 Jahren als Mädchen geboren. Gleich spreche ich mit ihm im Studio. Hier seine Geschichte. Schon als Kind fühlt sich Sam Schweiger durch und durch dem männlichen Geschlecht zugehörig und versucht, sein Geschlechtszugehörigkeitsgefühl mit kurzen Haaren zu unterstützen. Doch langsam bekommt er weibliche Brüste. Die Menstruation setzt ein. Eine enorme Belastung für einen jungen Menschen, der seinen Körper ablehnt. Heftige Depressionen und Einsamkeit erfährt Sam Schweiger in dieser Zeit. Mit 20 teilt er seinen Eltern mit, er sei ein Mann im weiblichen Körper. Es war natürlich momentan ein Schock, aber man hatte dann endlich gewusst, was los ist. Und man konnte dann auch darauf reagieren und auch handeln. Da hat es mir dann sehr leid getan, dass das nicht schon früher stattgefunden hat. Also, und dass er so viele Jahre versteckt und das alles gemacht. Und dass uns, dass meinem Mann und mir nicht aufgefallen ist. Erst 10 Jahre später, nach einer Psychotherapie und der Diagnose, ein Transmann zu sein, unterzieht sich Sam Schweiger einer Hormontherapie und anschließend einer geschlechtsangleichenden Operation. Dabei begleitet ihn die Psychotherapeutin Sarah Michelle Fuchs. Die Angleichung ist eine Annäherung, sprich mittels Hormontherapie, mittels chirurgischer Intervention, damit sich eben der oder die Betroffene wohler fühlen kann in seinem bzw. in ihrem Körper. Sam Schweiger lässt sich zuerst die Brüste entfernen, dann die Gebärmutter und die Eierstöcke. Bei dem anschließenden operativen Penisaufbau läuft vieles schief. Unterstützung findet er bei seiner Mutter. Die schweren Momente waren für mich eigentlich dann immer nur, wie es zu den Operationen gekommen ist. Das andere war für mich nicht so schwierig, weil ich habe gewusst, so ist die Sache. Und war ich dann eigentlich glücklich, ne, dass er dann den Weg gefunden hat, den er sich immer erwünscht hat. Und er hat den Weg zu uns ins Studio gefunden. Sam Schweiger, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie haben uns auch Ihr Buch mitgebracht, das Sie geschrieben haben. Das heißt Anders normal. Ja. Ein Transmann und eine Hormonspezialistin erzählen, wie man wird, wer man ist. Was hat denn eigentlich den Anstoß gegeben, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? Also vorrangig einmal meine eigene Geschichte aufzuarbeiten und auch dieses Thema als Ratgeber verständlich zu machen für transidente Personen, aber auch für Angehörige und auch das Gewicht der Hormone, die in unserem Leben sehr, sehr wichtig sind, darzustellen und das begleitend mit den Informationen zu rechtlichen Schritten in Österreich, zu medizinischen Schritten. Und es ist eigentlich auch ein Herzblut von mir, dass ich das immer machen wollte, um anderen zu helfen damit. Sie sind ja selber diesen Weg gegangen, der sicher kein leichter ist. Was waren denn die größten Schwierigkeiten für Sie, die größten Herausforderungen? Also die größte Hürde war eigentlich ich selbst, weil man den Mut schon in jungen Jahren aufbringen muss, sich das einzugestehen. Und ich wurde in den 70er Jahren geboren und da war dieses Thema natürlich noch nicht sehr präsent. Und ich wusste nicht, bin ich der Einzige auf der Welt, der so empfindet, oder gibt es noch andere? Und dann, wenn ich Unterstützung bekommen habe und auch durch meine Familie, ist es mir leichter gefallen, aber dann wirklich zu wissen, was man alles tun muss, um hier zu stehen dann und glücklich zu sein, das hat mich eigentlich am Anfang wirklich davon abgehalten. Ja. Es ist nicht alles immer ganz reibungslos abgelaufen. Wir haben es auch im Beitrag vorhin gehört. Vor allem die OPs waren schwierig teilweise. Ja, das ist wie bei anderen Operationen auch, geht nicht immer alles glatt beim ersten Mal. Darum muss man da auch sehr viel mit psychologischer Unterstützung arbeiten. Bei mir sind einige Operationen schiefgegangen, was mich aber nicht davon abgebracht hat, meinen Weg weiterzugehen. Aber ich würde mal sagen, wenn jemand das ganz alleine bewerkstelligen müsste, ist das einfach nicht möglich, weil man fällt oft in ein tiefes Loch. Und man muss sich dann dort wieder rausholen und muss einfach sagen, okay, wenn ich glücklich sein möchte, dann muss ich weitergehen. Kann man vorstellen, dass man auf viele Barrieren trifft, auch im Umfeld. Da geht es sicher zum Beispiel, also wenn man sich entschließt, den Weg zu gehen,
Das gibt es Arbeitskollegen, Verwandte, entferntere Verwandte, viele Menschen, die einen umgeben. Wie haben Sie das erlebt? Ich hatte das große Glück, dass die Menschen mich eigentlich sehr liebevoll begleitet haben. Sehr viele Freunde gesagt haben, wieso hast du nicht früher schon etwas gesagt? Wir haben gesehen, du leidest. Auch die Arbeitskollegen waren sehr unterstützend. Aber in meiner Arbeit als Berater in einem Transgender-Verein erlebe ich das leider auch anders, dass manche Eltern nicht unterstützend sind. Bei mir war es Gott sei Dank nicht so. Und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, meine Kollegin und ich, damit wir auch anderen Eltern und Angehörigen und anderen Menschen eine Hilfestellung geben können, damit es auch leichter wird, auch zum Beispiel für einen Arbeitgeber, das zu verstehen. Auch jemand, der zum Beispiel im Land, stößt man sich auf andere Grenzen als in der Stadt, wo man eher damit bereit ist, auch damit umzugehen. Und da gibt es noch, müsste ich unbedingt noch sagen, die Beratungsstelle TTA, Transgender Team Austria. Da arbeiten Sie auch und beraten auch. Ja, wir sind ehrenamtlich tätig und versuchen, alle zu unterstützen. Sam Schweiger, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Danke auch.